Okay, Samsung-Fans, aufgepasst, die Preise für die S24-Reihe scheinen so gut wie festzustehen und dabei gibt es einige Überraschungen, mit denen ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Welche das genau sind, wie viel in etwa diese Smartphones kosten werden und was euch erwartet, das erfahrt ihr alles in diesem Video, also bleibt dran. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen über das Samsung Galaxy S24 Lineup. Und das Ganze soll ja sehr wahrscheinlich am 17. Januar vorgestellt werden, was zum einen bedeutet, dass der Release der neuen Samsung Galaxy Reihe früher stattfindet als in den Jahren zuvor. Das hat unterschiedliche Gründe, über die wir natürlich nachher auch nochmal sprechen werden. Aber viel wichtiger ist doch eigentlich, was werden diese Smartphones kosten? Denn es ist interessant zu sehen, wie sich Preise in welche Richtung verschoben haben und welche Prozessoren denn jetzt wirklich verbaut sind. Ihr merkt, es gibt ganz schön viel, über das wir jetzt sprechen müssen. Und deshalb würde ich einfach sagen, los geht's. Beginnen wir doch erstmal mit dem Samsung Galaxy S24. Das kleinste Modell, was wir in diesem Jahr bekommen werden, hat schon einige Mankos direkt vorweg. Und ich habe über das ein oder andere Problem bereits in meinem Podcast gesprochen. Und den würde ich euch gerne mal empfehlen. Ein bisschen ausführlicher, eine Stunde jede Woche gibt es einen Deep Talk zum Bereich Technik. Da könnt ihr live mit dabei sein. Und da habe ich mir das Samsung Galaxy S24 exemplarisch mal rausgepickt, denn das Problem ist die Speicherkonfiguration. 8 GB RAM und einen internen Speicher von 128 GB in der kleinsten Konfiguration, dazu nur UFS 3.1, das heißt in puncto Geschwindigkeit versorgt man dieses Smartphone mit viel zu wenig Leistung und dann on top gibt es hier, Gott sei Dank nur in diesem Smartphone, den Exynos 2400, also den hauseigenen Prozessor von Samsung, den verbaut man im kleinsten und günstigsten Smartphone. Highlight an der Stelle aber beispielsweise das 2600 Nits helle Display, das man dafür dann auch bekommen kann. Speicherkonfigurationstechnisch gibt es nochmal 256 GB. Ihr könnt den Speicher aber nicht erweitern mit einer SD-Karte und damit bleibt dieses Smartphone für mich schon fast ein kleiner Ladenhüter, auch wenn viele von euch ja kleine, kompakte Smartphones mögen und dazu gehört definitiv das S24. Interessanter ist aber an dieser Stelle der Preis. Denn mit 899 Euro geht man in der kleineren Version an den Start. Das heißt 8 GB RAM, 128 GB interner Speicher. Möchtet ihr dann 256 GB haben, dann werdet ihr 959 Euro an der Stelle zahlen. Ich muss sagen, das ist natürlich auf der einen Seite extrem viel, aber ihr bekommt ein Samsung-Device mit bis zu 6 Jahren Updates. Das muss man hier wirklich positiv hervorheben, auch wenn ich persönlich damit extrem hapere, dass man so lange mit der Ausstattung hinkommen kann. Schön an dieser Stelle, und das habe ich vergessen zu erwähnen, es ist der 4000 mAh große Akku, der zwar immer noch mit weniger als 30 Watt geladen werden kann, dafür aber in Kombination mit dem kleinen Display eine echt gute Akkulaufzeit garantieren dürfte. Das heutige Video wird euch präsentiert von Omas Suppen. Omas Suppen sind ein von mir erstelltes Kochbuch, in dem ihr unterschiedliche Rezepte für tolle Suppen bekommt. Egal ob mit Fleisch, ohne Fleisch oder sogar vegan, all das findet ihr in diesem Kochbuch. Verschenkt es oder genießt es selbst, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Machen wir dann weiter mit dem S24 Plus. Und das ist für mich ehrlich gesagt so der Hidden Champion in diesem Jahr. Das hat unterschiedliche Gründe, denn ja, das Smartphone ist zwar ein bisschen größer, aber ihr bekommt hier eine QHD Plus Auflösung, ebenfalls 2600 Nits im Peak. Darüber hinaus den Snapdragon 8 Gen 3, also den besseren Prozessor als im Vergleich zum Basismodell. Dazu natürlich kameratechnisch identisch mit dem S24, aber auch nochmal einen größeren Akku. Hier sind wir bei 4900 mAh, also quasi auf Augenhöhe fast mit dem S24 Ultra, was ja nochmal einen Tick größer ist. Also ihr dürft hier in Richtung Akkulaufzeit echt viel erwarten. Dazu performance-technisch auch 12 GB RAM und den internen Speicher von 256 oder 512 GB und das dann mit UFS 4.0. Also mehr Speed, längere Akkulaufzeit, bessere Auflösung. Also ihr merkt, wer wirklich mehr will, der sollte hier das Geld in die Hand nehmen. Und apropos Geld, kleinere Ausstattung liegen wir hier bei 1149 Euro oder mit mehr internem Speicher dann 1269 Euro. Das ist ganz schön viel Geld, aber ich sage es nochmal, dass die Samsung Devices, zumindest die Premium Geräte, den längsten Update Support haben, beziehungsweise den schnellsten, auch wenn Google zurzeit 7 Jahre in ihren Pixel 8 Modellen anbietet, traue ich es Samsung ehrlich gesagt noch eher zu, dass sie das Ganze umsetzen. Aber sprechen wir jetzt über das vielleicht
beste Smartphone dann im Jahr 2024, denn das S23 Ultra hat sich ja auch schon mega gut im kompletten Jahr geschlagen und das, obwohl alle anderen Smartphones ja erst später released wurden, also quasi mehr Zeit hatten. Deshalb glaube ich ganz fest an das Samsung Galaxy S24 Ultra und das schauen wir uns auch mal näher an. Denn in diesem Jahr hat man beim Display etwas gemacht. Die Kanten sind nicht mehr abgerundet beim Display, sondern es ist ein flaches. Trotzdem sind die Kanten noch rund, also 2,5D-Glas hier mit am Start. Aber dafür gibt es jetzt einen Titanrahmen, der das Ganze nochmal ein bisschen, ja, einfach nochmal mehr hervorhebt, beziehungsweise zu einem schöneren Fitting und natürlich beim Gewicht nochmal etwas für dieses Smartphone tut. Kameratechnisch bleibt es bei diesen 200 Megapixeln und es gibt ein großes Manko, zumindest aus meiner Perspektive, denn den 10-fach optischen Zoom hat man gestrichen und setzt dabei eher auf den 5-fach optischen Zoom. Den möchte man natürlich da nochmal hervorheben und möchte hier mehr Bildqualität erzeugen. Es war so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, das man mit dem Galaxy Ultra Modell jeweils hatte, aber man muss sagen, andere Hersteller bieten auch nur einen 5-fach optischen Zoom an. Ich meine damit explizit die neuen iPhone bzw. die Pro Max Modelle, die wir bekommen. Also von daher finde ich, ist das gar nicht so schlimm. 5000 mAh Akku bleibt, auch das ist ehrlich gesagt solide, denn auch schon beim Vorgänger waren wir bei 8 bis 8,5 Stunden. Das sollte man hier auf jeden Fall auch hinbekommen, denn natürlich bekommt dieses Smartphone auch den Snapdragon 8 Gen 3. Das ist für mich das Allerwichtigste, was es gilt hier an der Stelle zu erwähnen. Es bleibt natürlich weiterhin beim S Pen, auch wenn ich den soweit nicht nutze. Ich weiß, viele von euch nutzen das Ganze, vollkommen okay. Aber sprechen wir endlich über die Preise. Denn für 1.449 Euro gibt es 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Für 1.569 dann die 512 GB Version und für 1.800 Euro gibt es dann die 1 TB Version. Die wird es sehr wahrscheinlich nur wieder bei Samsung exklusiv geben. Genauso was die Farbkonstellationen angeht, gibt es die eine oder andere Farbe nur wirklich von Samsung selbst. Speicher hier nicht erweiterbar, aber auch hier UFS 4.0 mit am Start. Jetzt denkt ihr euch natürlich, okay, jetzt kenne ich die Preise, aber warum ist das denn so bedeutend? Denn man hat die Preise für das normale und für das Plus-Modell reduziert, hat hingegen um 50 Euro die Preise für das Ultra-Modell angehoben. Und damit möchte man weiter auseinandergehen und damit die Käufer von tendenziell eher günstigeren Smartphones dazu zu bekommen, okay, so viele Highlights im Ultra-Modell, da muss ich zuschlagen und damit dann nochmal zu verdienen. Im Gegenzug versucht man aber durch den kleinen Preisnachlass in den günstigeren Modellen, also vermeintlich ja günstiger, trotzdem eine ordentliche Stange Geld, diese Käufer zum einen reinzubekommen in Verträge, denn dort können sie dann nochmal günstiger erworben werden und vielleicht Leute, die sich vorher kein Galaxy-Modell leisten konnten, vielleicht da nochmal eher ranzubekommen. Auch wenn gerade im Basismodell mit dem S24, naja, vielleicht nicht das Beste gemacht worden ist. Also ihr merkt, es hat sich ziemlich viel getan bei Samsung in einem Jahr, obwohl die Predictions vorher ja eigentlich gesagt haben, dass sich gar nicht so viel tun wird. Ihr merkt, ich bin extrem hyped, was die Geräte angeht. Ihr werdet auch jetzt bald noch ein Video zu ein Jahr Galaxy S23 Ultra hier auf meinem YouTube-Kanal bekommen. Deshalb ganz wichtig, abonnieren, vielleicht mal Daumen hoch für das Video. Und lasst mir eure Meinung zu der neuen Preisgestaltung von Samsung gerne mal da, denn ich bin gespannt, wie ihr dazu steht. Ist es ein guter Schritt oder eigentlich überzogen? Ihr merkt, wir müssen darüber sprechen und wenn nicht unter diesem Video, dann im Livestream jeden Donnerstag um 21 Uhr. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.